Einen wunderschönen guten Tag hier aus Frankfurt. Und heute geht es um die Börse und mein Gast, Mick Knauf. Er ist wieder bunt und heiter und hat alle für sich gewonnen hier im Café. Herr Knauf, ich grüße Sie erstmal. Herr Adler. Wie ist das? Können Sie sich, ich frage das gleich am Anfang, eine Welt ohne die Börse vorstellen? Nein, ich glaube auch, die Welt kann sich das auch nicht vorstellen, dass man keine Börse hat, und die Börse kann sich auch nicht vorstellen, dass wir keine Welt mehr haben. Also wir werden nach wie vor den Börsen oder die Handelsplätze dieser Welt nach wie vor auch weiterhin behalten. Wie viel Einfluss hat Politik auf Börsen? Aktuell einen sehr, sehr großen. Wenn wir hinschauen auf die europäische Schulden- oder Finanzkrise, müssen wir natürlich sagen, dass gerade die angeschlagenen Länder, ob nun Griechenland, ob nun Zypern, ob nun Irland, Portugal, und jetzt kommen die Großen noch dazu, Spanien und vor allen Dingen Italien, natürlich schon einen wesentlichen Einfluss auf die Börse haben. Was manchmal sehr bedauerlich ist, weil eigentlich sollte man an der Börse ja das handeln, was fundamental von den Unternehmen herkommt. Ja, das heißt, welche Aufträge sind da, welche Umsätze sind da, welche Visionen werden da gehandelt. Das alles machen wir seit Wochen, seit Monaten, ja schon fast seit 2-3 Jahren nicht mehr. Nein, die Politik bestimmt die Börse. Wir haben hier eine Zeltstadt in Frankfurt, ganz viele Okupisten sind da. Wie ist das eigentlich? Machen Sie einen Unterschied zwischen Realwirtschaft und virtueller Wirtschaft an der Börse? Nein, mache ich großartig keinen. Und das, was wir mit Occupy haben, ich glaube, dass das auch ein Zeichen von Demokratie ist, und das halte ich auch nach wie vor für gut. Ich meine, wenn ich mich mit den Themen auseinandersetze, und ich habe diese Zeltstadt selber schon besucht, und ich treffe da auf Menschen, die tatsächlich sich mit dem Thema auch beschäftigt haben, also nicht nur hingehen um des Zeltens willen, nach dem Motto, wir protestieren mal um des Protestes willen, nein, die wirklich sagen, wir haben dezidiert unsere Meinung dazu und muss das so sein, und dann kann ich mich damit auch auseinandersetzen. Sie haben Ihr halbes Leben in Kulmbach verbracht. Ich habe vorhin gesagt, können Sie sich eine Welt ohne Börse vorstellen? Jetzt frage ich Sie persönlich. Thomas Gottschalk kommt ja daher. Manche sagen wie Knauf, das ist nicht nur ein Börsenkorrespondent, sondern ein Börsenentertainer. Wenn es die Börse nicht gäbe, könnten Sie könnten auch Wetten, dass, oder? Ah, Wetten, dass, ein schwieriges Los natürlich, sehr, sehr schwieriges Erbe. Tommy Gottschalk ist natürlich der Mann, der für prädestiniert ausgesucht war. Also so vermessen würde ich nicht sein. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, interessieren und jucken wird es mich schon. Wie sind die Personen, die Sie da interviewen? Sie haben ja fast jeden Vorstandschef bei sich stehen und halten das Mikro mitten ins Gesicht. Wie sind die so drauf? Naja, wenn Sie so mal schauen, Sie haben natürlich viel DAX, MDAX, TechDAX, sehr viel Neuunternehmen, Neuemissionen, die da kommen, die über ihre Zahlen dann berichten. Da müssen Sie immer dann unterscheiden, ob ist der Vorstandsvorsitzende Mediziner, ist er Ingenieur. Die haben natürlich mit den Medien manchmal nicht allzu viel zu tun. Und dann geben die vielleicht 3-4 Interviews vor der Kamera im Jahr, was ja was anderes ist als bei den Verlagswesen. Ne? Ja, dann sind die schon mal aufgeregt, nervös. Aber das ist eine menschliche Angelegenheit. Jeder möchte es so gut, so schön wie möglich machen fürs Unternehmen und für sich selber. Aber ansonsten sind wir immer dankbar, dass wir sie haben. Ansonsten sehr viele Analysten natürlich auch, die natürlich rein mit Zahlen kommen. Da sage ich dann manchmal auch, wie mein Chef es immer zu mir gesagt hat, Mensch, Junge, erklär's mir wie einem 5-Jährigen. Wenn ich es dann verstanden habe, dann ist es in Ordnung. Ansonsten machst du es nochmal. Was sagen Sie zu Leuten, die sagen, ich habe keinen Bock auf Börse, auf die DAX-Unternehmen, mir kommen die mittelständischen Unternehmen viel zu kurz. Gut, meine, wir haben einen sehr, sehr starken Mittelstand, Gottes Willen, in Deutschland. Das ist wichtig, wichtig, wichtig für uns. Aber wir haben ja auch kleinere Unternehmen, ob sie nun in den SDAX, TechDAX oder MDAX reinschauen, wo jetzt nicht die DAX 30 drin sind, aber da haben sie natürlich auch sehr, sehr viel Volatilität drin. Die Sicherheit haben sie vielfach nur bei den großen Werten. Und das haben sie gerade jetzt gemerkt durch die Krise. Die Finanzwerte, vor allen Dingen halt eben im Immobilienbereich, sind massiv abgestraft worden. Komplett teilweise Branchen, wie halt eben Nanotechnologie oder Medizintechnik. Und es war einfach so, dass man sagen muss, im Zuge der Krise ist einfach abverkauft worden. Da haben wir dann fundamental leider nicht mehr nach den Daten geschaut. Dann frage ich mal lieber andersrum. Was hat mehr Nutzen für Deutschland, die mittelständischen Unternehmen oder die DAX-Unternehmen? Nein, ich denke ganz einfach, dass es ein Mix ist. Ja? Ich sage auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, und das sage ich vermessen, aber mit Respekt. Die DAX 30 sind für mich sexy, sind super sexy. Da haben Sie Unternehmen drin wie die drei Automobilbauer, eine VW, eine BMW, eine Daimler. Die sind weltumspannend. Sie haben Versicherer mit der Münchner Rück. Sie haben eine Allianz. Sie haben eine Siemens drin. Laufen Sie auch mal durch ein Hotel oder durch irgendeine Halle. Sie werden an Siemens-Technik nicht vorbeikommen. BASF, Bayer. Sie haben Adidas mit drin. Also eine gute Mischung, eine starke Mischung, die für Deutschland wichtig ist. Aber das wahre Herz, das ist wirklich der Mittelstand Deutschlands. Und da haben wir halt eben gerade das diesen angeschlagenen Ländern auch voraus. Wenn Griechenland, Spanien, Italien ein so starkes Gefüge an Unternehmen hätte wie die DAX 30, dann wären die niemals in diese Schuldensituation gekommen. Wir haben im Moment Zypern, Italien, Spanien, Griechenland sowieso. In Frankreich soll es auch schon kriseln. Was machen Sie denn, wenn die Leute da gleich bei ihrer Arbeitsstätte schon irgendwie im Herbst oder Frühjahr nächsten Jahres
mit Fackeln und Mistgabeln auflaufen. Ja, das glaube ich nicht, dass es so weit kommt. Ich meine, sicherlich haben sie Unruhen, aber diese Unruhen entstehen ja letztlich nicht über die Börsen, sondern die entstehen ja darüber, dass die Menschen, gerade junge Menschen, natürlich unzufrieden sind. Unzufrieden darüber an allererster Stelle, dass sie keine Arbeitsstellen bekommen. Das ist ja das Problem, was Spanien aktuell auch hat. Spanien hat wunderbar junge Leute, die top ausgebildet sind, Universitäten besucht haben. Die bekommen keine Arbeit im eigenen Land. Und wenn, dann nur für Löhne, wo man sich wirklich an den Kopf fassen muss. Und das ist das Problem der Länder. Und da muss halt eben wirklich ganz klar nachgearbeitet werden. Deswegen hat ja François Hollande auch gesagt, er will ja den Fiskalpakt halten. Er will ihn nur erweitern. Erweitern um Wachstum. Er will seinen Leuten natürlich das, was er versprochen hat, einhalten. Und das sind Arbeitsplätze. Ja, ist der Mensch in Arbeit, in Lohn und Brot, dann ist er zufrieden. Dann hat er auch keinen Grund, tatsächlich auf die Straße zu gehen. Ich habe mich mit dem Unternehmer Wolfgang Grupp unterhalten. Der sagt, ich halte auch viel von Wachstum, aber nicht durch Stückzahlen oder so. Ich will qualitatives Wachstum in meinem Produkt und so weiter. Sind wir wachstumsgetrieben und ist überhaupt endloses Wachstum möglich? Nein, ist es natürlich nicht. Das ist genauso wie bei einem DAX-Chart oder bei einem Chart generell. Es gibt keinen Chart, der nur so geht. Da brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Das braucht ja noch kein VWL oder BWL zu erklären. Es muss auch mal Rücksetzer geben. Es ist aber richtig, dass natürlich immer mehr Gewinne im Vordergrund stehen und man halt eben nicht sagen kann, naja, dieses Jahr ist er ein bisschen schlechter oder wir werden stagnieren, weil halt eben die Auftragszahlen nicht so gut sind, weil halt eben diese und jenes eingebrochen sind. Klar sind wir umsatzgetrieben, zahlengetrieben. Wolfgang Grupp übrigens ein ausgezeichneter Unternehmer. Man muss dazu sagen, mit beiden Beinen natürlich fest auf dem Boden. Sehr, sehr konservativ, aber von seinen Ideen her natürlich auch gerade in Bezug auf sein Unternehmen, sozial, er arbeitet sehr hart und sehr nah mit seinen Mitarbeitern zusammen. Das würde ich mir für viele deutsche Unternehmen nach wie vor noch wünschen. Das ist jetzt, geht in eine andere Richtung. Ein Kabarettist hat mal gesagt, wir haben jeden Abend Börse, da auch im Ersten und so weiter. Also es gibt ja, Deutschland besteht ja nicht nur aus Aktionären, das sind ja wenige Prozentteile. Wieso wird das in den Nachrichten oder in den Nachrichten erwähnt und stattdessen nicht irgendwie Bereiche wie Kinderarmut und solche Geschichten. Also ist Börse wirklich so wichtig für die Nachrichten? Ich denke, dass Börse natürlich auch eine Indikation ist für das komplette Wachstum, für die Wirtschaft, für die Konjunktur halt eben auch als Gradmesser letztlich dann auch. Und diesen Gradmesser, diesen Pegel, diesen DAX, den bringt man dann halt eben auch ganz gerne mal mit rein, um halt eben überzuleiten auf die Wirtschaft, auf die Konjunktur. Schauen Sie, am Wochenende hat zum Beispiel der Metro-Chef Olaf Koch ein Interview gegeben und hat gesagt, Konsumflaute sieht er. Er sieht nur noch ein leichtes Plus beim Konsum hier in Deutschland. Justament, was passiert heute mit der Metro-Aktie? Geht 5% in die Knie. Okay, das ist der Ausschlag bei der Aktie. Auf der anderen Seite heißt es aber doch für uns auch, die Deutschen fangen wieder mehr an zu sparen und weniger an zu konsumieren. Also habe ich ja die Mischung von beiden Themen. Also ich fühle da ja immer was. Und wenn ich Interviews da höre oder auch wenn Sie Leute fragen, die sagen ja immer, ich fühle etwas oder man spürt etwas oder so. Also es hat sehr viel mit Feeling zu tun. Ich habe mich letztens mit Frank Lehmann unterhalten und der hat gesagt, 80%, wenn es reicht, ist Psychologie. Wie solide ist etwas, wenn 80% Psychologie ist? Naja, auch eine Psychologie kann solide sein. Es ist natürlich, die Börse spekuliert auf kommende Ergebnisse. Das, was da hinten liegt, Vergangenheit, komplett gestrichen. Ich habe manchmal gesagt, bei den Börsensendungen, manchmal würde ich ganz gern Bibel-TV produzieren. Ja, da könnte ich heute einen Beitrag machen, den kann ich in 20 Jahren noch senden. Börse heute Abend, 24 Uhr, Reset. Das heißt, ich nehme morgen früh dann die amerikanischen Märkte mit, die asiatischen dazu und dann fange ich wieder von vorne an. Also jeden Tag neue Spannung. Und Psychologie ist natürlich ganz klar wichtig. Ich schaue dazu, was sind die Trends der Zukunft? Was wird der Mensch in der Zukunft machen? Was wird er brauchen? Wie wird er zum Beispiel telefonieren? Welche Medizintechnik wird er brauchen? Welche Medizin an für sich wird er brauchen? Welches Auto wird er fahren? Welcher Antrieb wird in dem Auto drin sein? Und. Und da ist natürlich ganz klar sehr, sehr viel. Natürlich Spekulation auf der einen Seite, Philosophie auf der anderen Seite. Es gibt momentan, jetzt kommt eine politische Frage, es gibt ja, wie hieß die Partei, die stand ja jetzt in den letzten 20 Jahren eben für diesen neoliberalen Kurs, die sind seit 20 Jahren gekleidet wie die Dotcom-Blase und das, wofür sie standen, war mal total in, nämlich straight gekleidete Polohemden, Typen, die auf DAX-Konzerne gehen und so weiter und das ist ziemlich uncool geworden und die Leute stehen eher auf so Sachen wie die Piratenpartei und so eine Bäckereifachverkäuferin, die interessiert sich mittlerweile weniger für die Börse, sondern für so Inhalte, die andere Parteien da mitbringen. Wo geht das Ganze hin, Herr Knauf? Wird Börse und wird überhaupt dieses DAX-Geschehen noch so
in der Lebenswirklichkeit der Menschen einen Platz haben in den nächsten Jahrzehnten? Ich denke schon, weil wir müssen noch ein bisschen schauen, wenn es dann immer um das Thema Rente geht. Was hat Blüm gesagt? Ja, die Rente ist sicher. Aber er hat nicht gesagt, wie viel da sicher ist. Das heißt, Sie müssen sich ja irgendwann mal anfangen abzusichern, weil Sie wollen ja im Alter auch noch ein bisschen Geld haben. Ja? Da können Sie natürlich auf der einen Seite sagen, okay, Sie gehen in den Versicherungsbereich hinein, machen eine Lebensversicherung und einen Sparplan, Vermögensaufbau. Aber Sie müssen ja irgendwo in jungen Jahren, während Sie arbeiten, Ihr Geld so positionieren, dass Sie später etwas davon haben. Dafür ist Börse durchaus, wenn man das vernünftig betreibt, ein sinnvolles Mittel. So leben zum Beispiel die Amerikaner. Die Amerikaner haben ja nicht unser Rentensystem. Die müssen praktisch jetzt sparen, eventuell an der Börse ihr Geld vermehren, damit sie später im Alter etwas davon haben. Also die Börse wird dazu auf jeden Fall weiterhin auch benutzt werden. Ich frage mal naiv, wie ist denn diese Immobilienblase in den USA entstanden? Naja, mein Gott, wie halt eben Blasen dementsprechend entstehen. Sie haben ja ganz klar gesehen, meine, es wurde halt eben viel, viel gebaut. Auf der einen Seite, aber worauf denn? Ja, wenn Sie in Deutschland ein Haus bauen wollen, dann wissen Sie, Sie gehen zu Ihrer Hausbank und dann sagen Sie, das erste Wort, haben Sie denn Sicherheiten, bevor Sie einen Kredit bekommen? In Amerika wurde nicht nach Sicherheiten gefragt. Sie wissen, wenn die Amerikaner ihr Portemonnaie aufmachen, dann haben Sie diesen Klappauszug, wo da 20 Karten drin sitzen. Ja, und der wird munter ausgegeben. Wie wir Deutschen manchmal sagen, gib dem Amerikaner $100, er gibt 110 aus. Ja, und irgendwann konnten diese Kredite nicht mehr bedient werden. Die Banken wollten aber ihr Geld wieder. Also dementsprechend mussten die Häuser dann wieder abgeführt werden, die Häuser konnten nicht weiterverkauft werden und. Ähnliches sehen Sie doch momentan in Spanien. Fahren Sie mal durch Spanien durch. Wie viele Grundstücke sind da, wo es einen Keller gibt, eine eingezogene Wand gibt, aber niemals ein Haus entsteht. Auch die Spanier haben auf sehr, sehr viel blauen Dunst gebaut, würde ich sagen. Die haben sich die Kohlen geholt von den Sparkassen her, auf 100% finanziert. Naja, und jetzt kann nichts mehr gebaut werden, weil keine Kohle mehr da ist, weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist. Wenn da so ein Quatsch stattgefunden hat, wieso waren die deutschen Anleger mit dran beteiligt? Weil die deutschen Anleger natürlich weltweit, wenn denn dann auch agieren oder halt eben über Fonds und vor allen Dingen halt eben über Banken investiert waren, was sie manchmal gar nicht wussten. Ja, weil wenn wir heutzutage sagen, Mensch, wenn du selber an der Börse nichts machen willst, dann such dir doch einen Fonds mit einem Fondsmanager, der das Ganze mehr oder minder für dich regelt, sodass du nicht jeden Tag darauf angewiesen bist, in die Börse hineinzuschauen. Was diese Fondsmanager dann wieder en detail machen, um das Portfolio, den Gewinn nach oben zu schrauben, da stört sich manch Deutscher ja nicht unbedingt dran. Der schaut nur, habe ich Ende des Jahres meine 10% oder habe ich sie nicht? Kommt die aus Nordamerika, aus China, aus Brasilien, aus Indien? Interessiert ihr noch nicht. Ich stelle immer zum Schluss drei Begriffe in den Raum und bitte um drei kurze Assoziationen. Boni. Sollten so verteilt werden, dass sie ein faires Verteilungsprogramm haben. Das heißt also nicht überbordend und schon gar nicht erst nach amerikanischem System. Der, der etwas geleistet hat, sollte fair belohnt werden und nicht überbordend. Genossenschaften. Zwangsläufig notwendig, ein altes Gut, traditionell deutsch. Naja, die Frage ist, sollte man sie abschaffen oder nicht? Ich würde sagen, lassen wir sie. Drittens, das eher privat, Kulmbach. Kulmbach, oh, wunderschöne Stadt, 27.000 Einwohner, unser Verlagshaus, unser Mutterhaus, muss ich ganz klar sagen, fängt jetzt, darf man ein bisschen Werbung für machen, wieder einmal im Jahr die Kulmbacher Bierwoche an mit viel, viel Tradition. Für mich ein kleines Familienbasic, eine Station, auf der ich mich auf jeden Fall sehr, sehr zu Hause und sehr wohl fühle. Herr Knauf, danke schön erstmal dafür. Ich habe jetzt eines gemerkt, Sie könnten wetten das, aber auch Kulmbacher Bürgermeister, Sie können viel, nicht? Dankeschön erstmal. Ich werde mich bemühen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn es keine Börse mehr gibt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten und mein nächster Gast, Ulrich Sieberg. Und ich empfehle heute das Buch Occupy Money von Professor Margaret Kennedy. Bis zum nächsten Mal.